jemand dabei, der noch nicht unterschrieben hat? Also, draußen sind Listen. Ich habe gerade vorhin dem Journalisten vom Bund, dem habe ich gesagt, warum er noch nicht unterschrieben hätte. Sagt er, ja, er wäre nicht so recht dafür. Sage ich, ist doch gar nicht wichtig. Es geht ja nicht darum, ob Sie das bedingungslose Grundeinkommen haben wollen, sondern ob Sie eine Abstimmung darüber haben wollen. Ob Sie wollen, dass sich ein gesellschaftlicher Diskurs entfaltet über das, was in der Zukunft sein sollte, müsste und so weiter. Ne? Also, weil wir merken doch, dass es so geht, es ja nicht weiter. Ne? Das ist eine typisch unternehmerische Einstellung. Ne? Der Unterschied zwischen einem Manager und einem Unternehmer ist folgender. Der Manager sagt immer, das haben wir gut gemacht. Und jetzt kriege ich einen Bonus dafür. Und der Unternehmer sagt, das haben wir gut gemacht, aber so geht es nicht weiter. Weil das ist ja die berühmte Wette vom Faust. Werde ich zum Augenblick sagen, verbleibe doch, du bist so schön, dann sollst du mich darfst du mich in Ketten schlagen, dann werde gerne ich zugrunde gehen. So ungefähr heißt das. Ne? Das ist der Punkt. Ne? Also auch wenn es in der Schweiz so schön ist, darf es nicht so weitergehen. Ne? Und deswegen muss es genügend Menschen geben in der Schweiz, da gehören offensichtlich Sie dazu. Sie sind sozusagen auf diesem Gebiet zumindest die bernische Prominenz, die sagt, nein, wir müssen uns auch über das Bestehende hinaus Gedanken machen, wie können wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Dass ich als Unternehmer so erfolgreich werden konnte, eine kleine Vereinfachung jetzt, aber verdanke ich Gottlieb Duttweiler, ne? Weil ich als 30-Jähriger sehr fasziniert war von Gottlieb Duttweiler und mich mit den Ideen von Gottlieb Duttweiler sehr intensiv beschäftigt habe und dabei gelernt habe, was heißt ein Händler zu sein. Bin eingeladen worden, in dem Aufsichtsrat bei der Mikro mitzumachen. Dann habe ich gedacht, muss ich mal wieder mich mit Duttweiler beschäftigen. Und dabei habe ich dann doch gedacht, es lohnt sich. Es lohnt sich, um die Schweiz zu verstehen. Was für ein Kampf Gottlieb Duttweiler geführt hat, damit die Schweiz heute das ist, auch das ist, was sie heute ist. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alle, als wieder darüber abgestimmt werden sollte, ob die direkte Demokratie wieder eingeführt wird, die war ja im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt, haben die etablierten Parteien mit Ausnahme des Landesringes der Unabhängigen, das war die Partei von Gottlieb Duttweiler, die es inzwischen leider nicht mehr gibt, haben der Bevölkerung abgeraten, wieder dafür zu stimmen. Ja, also das verbindet mich mit der Schweiz, diese Jüngerschaft, von, wenn ich es mal so sagen darf, ich habe es noch nie so ausgedrückt, aber ich sage es jetzt mal so, diese Jüngerschaft von Gottlieb Duttweiler. Ne? Dieses ganz nah an den gesellschaftlichen Realitäten leben. Ne? Und nah an den gesellschaftlichen Realitäten leben heißt ja, sich zu fragen, ja, was heißt es denn, ein Leben zu leben in unserer Gesellschaft? Was heißt es, in unserer Gesellschaft zu leben? Ne? Das heißt natürlich, seine Biografie zu gestalten. Ne? Weil, also fürs Grundeinkommen zu sein, hat eigentlich nur in zweiter, dritter Linie was damit zu tun, dass man sagt, naja gut, Arbeitslosigkeit ist auch nicht gut. Ne? Aber eigentlich geht es darum, dass wir als Bürgerinnen und Bürger, dass wir da Verhältnisse schaffen, dass das einzelne Individuum seine Biografie gestalten kann. Und das hat natürlich was mit Freiheit zu tun. Also das muss ich Ihnen nicht erzählen. Ne? Das ist ja Eule nach Bern getragen. Ne? Das wäre eine Eule nach Bern getragen. Ja? Dass Freiheit entsteht. Aber Freiheit entsteht ja, natürlich muss das stehen in der Verfassung, gar keine Frage. Ne? Und es wird in der Schweizerischen Verfassung auch stehen. Ne? Aber
Freiheit wird ja erst existenziell, wenn ich auch in der Lage bin, dass ich so leben kann, wie es mir entspricht. Der Denkfehler besteht jetzt darin, dass wir immer noch meinen, wir würden für uns wirtschaften. Und wenn Sie die Dinge auf den Grund gehen und mal beobachten, dann werden Sie feststellen, nein, es gibt überhaupt niemanden mehr in unserer Gesellschaft, der von dem, was er leistet, leben kann. Das muss man mal anerkennen. Glauben Sie mir, das ist unglaublich schwierig, das mal anzuerkennen. Es ist nicht meine Leistung, von der ich lebe, sondern es ist immer die Leistung des anderen. Das heißt, die Weltentwicklung hat uns in eine Situation, wie soll ich jetzt sagen, geworfen oder gesetzt? Ich würde sagen, geworfen eigentlich. Wir sind in eine, oder hineingeraten sind wir in eine Situation, wo wir plötzlich sagen müssen, ich bin völlig machtlos. Ich bin völlig machtlos. Wenn nicht andere ständig für mich tätig sind, dann bin ich ruiniert. Dann kann ich nicht leben. Das ist eine ganz neue Situation. Wenn es nicht so viele Menschen auf der Welt gäbe, also die Schweiz war ja früher ein Land der Textilproduktion, ne? Bis hin zu den St. Galler Spitzen, ne? Oder so alles gab. Heute würde ich sagen, wenn Sie jetzt mal alles ausziehen würden, was nicht in der Schweiz hergestellt ist, also, was ist? Die ganze Welt kleidet uns ein. Ist ja ein Grundbedürfnis, Kleidung. Ne? So, und wenn Sie dann in die Welt fahren, dann werden Sie feststellen, überall auf der Welt finden Sie Schweizer Güter, ne? Schweizer Produkte. Die Schweiz ist für die ganze Welt tätig. Stimmt's? Die ganze Welt. Deutschland ist es genauso. Das heißt, wir haben heute die internationale Arbeitsteilung. Und das ist eine reine Bewusstseinsfrage. Und Bewusstsein entsteht immer dadurch, dass man etwas mit einem forscherischen Blick beobachtet. Also eigentlich ist die Frage unserer Zukunft eine Forschungsfrage. Und die Zukunft wird so sein, wie es genügend Menschen in der Gesellschaft gelingt, die Welt zu erforschen. In unserem Fall die Sozialität zu erforschen. Also die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen ist eine eigentlich ergebnisoffene Forschungsfrage. Und die Frage, und wenn ich sage bedingungsloses Grundeinkommen, dann meine ich das Einkommen des Individuums. Und wenn ich mal sage Steuer, ist genau das Gleiche, nur in einer gewissen Verwandlung, dann ist es das Einkommen der Gemeinschaft. Und beides müssen wir uns gleichermaßen kümmern. Und bei der Gemeinschaft ist es eben inzwischen so, dass wir darunter leiden, dass wir die Einkünfte der Gemeinschaft noch genauso generieren wie zu Zeiten, wo die Menschen sich selbst versorgt haben. Nämlich eine Lohnsteuer, eine Einkommensteuer, eine Ertragssteuer, das ist alles Besteuerung der Ernte, ne? Also dessen, was wir geleistet haben. Aber wir tun es ja gar nicht mehr selbst verbrauchen. Das heißt, wenn früher die Steuereinnehmer gekommen sind, und zwar dann nur noch 10% weniger im Topf, dann hat die Familie weniger zu essen gehabt. Basta. Aber da die Familie ja nicht mehr von ihrer eigenen Wirtschaft lebt, ist das völlig irrelevant. Also muss man die Frage anders stellen. Darf man nicht mehr die Frage stellen, was hast du geerntet, sondern was nimmst du von deinen Mitmenschen in Anspruch? Das ist die neue Frage, die gestellt werden muss. Und dann kommen sie von der Einkommensteuer, von der Lohnsteuer, von der Ertragssteuer, kommen sie ganz automatisch auf die Konsumsteuer. Und deswegen ist es so wichtig, dass man diesen Paradigmenwechsel, dass man den leistet. Ne? Und der berühmte Berner Albert Einstein hat das so schön gesagt, wir können die Probleme von heute nicht lösen,
mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Und dass wir heute diese Probleme in der Bildung des gemeinschaftlichen Einkommens, Klammer auf Steuer, Klammer zu, und in der Bildung des individuellen, des Individualeinkommens, Klammer Einkommensfrage, Arbeitslosigkeit und so weiter, das liegt daran, dass wir noch die Probleme lösen wollen mit dem Denken, was mal vor 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 Jahren richtig war. Das ist das einzige Problem. Also das Pech ist, dass Sie zu einem Zeitpunkt sich hier inkarniert haben, wo Sie das umdenken müssen. Man kann in der Wahl seines Geburtszeitpunktes nie vorsichtig genug sein. Und jetzt ist doch die Frage für uns als Gesellschaft, wie schaffen wir Verhältnisse, dass die Einzelnen sozusagen ihre Biografien gestalten können. Und darum geht es. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir diese Verhältnisse? Das schaffen wir nicht mit abhängigen Arbeitsverhältnissen. Sondern das schaffen wir nur mit Freiheit. Wir müssen das Risiko eingehen, dass jemand sagt, ich mache das aber ganz anders. Hat mir dieser Journalist da vom Bund, hat mir vorhin wieder diese Frage, ich kann es wirklich bald nicht mehr hören, aber es ist notwendig, die Frage, wieder gesagt, ja, dann tut ja niemand mehr was. Dann sage ich, ja, was würden Sie denn tun? Ja, er wird natürlich was tun, ne? Logisch. Ne? Scheint was Besonderes zu sein. Sage ich zu ihm, können Sie sich nicht vorstellen, dass es den anderen auch so geht. Und man kann es doch wirklich nachlesen, Sie können es nachlesen bei Erich Fromm, überall immer dieses Thema, dann würde niemand mehr arbeiten. Na, ist doch klar, weil das wird einem doch deutlich in der Fremdversorgung. Das Einkommen brauche ich, um leben zu können. Probieren Sie es aus. Es geht nicht ohne Einkommen. Das Einkommen brauche ich, um leben zu können. Und dann könnte man sagen, na gut, wenn dann, und genau so denkt er dann so jemand, der so flach denkt. Ne? Dann sagt er, da braucht er nicht mehr arbeiten, ne? Wenn es fürs Einkommen gesorgt ist. Ja, das ist doch eine spannende Frage. Warum braucht man die Arbeit? Und das können Sie dann wunderbar bei Erich Fromm zum Beispiel nachlesen. Nicht so wörtlich, wie ich es jetzt sage, aber so sinngemäß. Ja, der Mensch braucht die Arbeit, um sich als Mensch zu identifizieren. Weil wenn Sie sich nur flach auf den Boden legen, dann hinterlassen Sie keine Spuren. Als ich so ungefähr 14, 15 Jahre alt war, ich war begeisterter Eisenbahnspieler. Und deswegen fahre ich auch heute so gern Zug. Besonders SBB. aber da wurde damals gerade in England die Eisenbahn umgestellt von Dampfbetrieb auf E-Betrieb. Elektrobetrieb. Ne? Und da haben die englischen Gewerkschaften, die damals schon sehr bedeutend waren, bedeutender wie heute waren, sehr viel Macht hatten, die hatten es fertiggebracht, dass die Heizer von der Dampflok, wir würden sagen, mittels eines Rationalisierungsschutzabkommens, weiterhin mitfahren mussten auf der E-Lok. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ne? Können Sie sich vorstellen, ne? Heizer auf der Dampflok, auf der E-Lok. Ne? Jetzt stellen Sie mal vor, Sie stehen vor dem jüngsten Gericht und werden gefragt, was hast du eigentlich mit deinen Talenten gemacht? Und dann müssen Sie sagen, ja, ich war Heizer auf der E-Lok. Ja, das dürfen wir doch nicht zulassen. Ja, das ist doch schrecklich, ne? Weil wenn es im jüngsten Gericht gibt, es ja keine Ausreden mehr. Ne? Und das kommt durch diese Bezahlung von Arbeit. Dass man meint, die Bezahlung der Arbeit hängt an der Arbeit. Das ist eigentlich die Umwendung des Gedankens, wo mich Endo Schmidt draufgebracht hat. Das ist eigentlich der Punkt. Ne? In dem Moment, wo wir Verkoppelung von Arbeit und Einkommen denken, hängt die Bezahlung immer am Heizer, am Chauffeur, am Banker, immer an der Funktion. Wenn ich Grundeinkommen denke, hängt es am Menschen und geht nie mehr weg. Ne? Der Mensch wird geboren und hat dadurch einen verfassungsrechtlich garantierten Anspruch, was ja die Zielsetzung der Volksabstimmung ist, ne? Hängt damit am Individuum. Und das Individuum braucht auch das Einkommen. Die Bank braucht das Einkommen nicht. Die Firma D im Drogeriemarkt braucht kein Einkommen.
ne? Sondern wir brauchen unsere Umsätze, dass wir die Einkommen bezahlen können. Ne? Das ist unser Denkproblem. Und ich sage immer diese Sache mit dem Grundeinkommen, also diese Trennung von Arbeit und Einkommen, ne? Dass das Einkommen nicht mehr die Bezahlung der Arbeit ist, sondern das Einkommen die Ermöglichung der Arbeit ist, das ist wie eine kopernikanische Wende. Die Menschen ja immer gemeint haben, die Erde wäre eine Scheibe. Und jetzt kommt plötzlich einer und sagt, die Erde ist rund. So müssen Sie sich vorstellen. Alle sagen, völlig unmöglich. Kann doch gar nicht sein. Die Erde ist doch eine Scheibe. Die Leute meinen immer, es ging um Umverteilung. Glauben Sie mir, es geht nicht um Umverteilung. Lesen Sie das nach in der Bibel. Um die reichen Menschen brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Um die Abzocker brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Um die Betrüger brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Um die Steuerbetrüger brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen. Um die kümmert sich der liebe Gott, glauben Sie mir. Ja, und eher geht ein Kamel, jetzt kommt die Bibel, ne? Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher kommt im Himmelsreich. Ne? Steht in der Bibel, ne? Weiß zwar nicht wo, aber steht da irgendwo. Nein, verstehen Sie, da steckt der Mephisto dahinter, das gesellschaftliche Bewusstsein in die falsche Richtung zu lenken. Das ist völlig nutzlos darüber. Wir müssen uns darum kümmern, um die Menschen, die in Existenzangst nicht zu ihrem Menschsein finden können. Steuer zahlen und Steuer tragen, das müssen wir verstehen. Steuer tragen und Steuer zahlen, können wir das nochmal verstehen? Also Sie meinen alle, Sie tun alle Steuer zahlen. Und Sie meinen alle, Sie würden Steuer tragen. Das ist ein Irrtum. Ja, wo landet die Steuer? Jede Steuer, die Sie bezahlen, landet in den Preisen. Also nehmen wir mal an, Sie sind Klavierlehrer, Sie. Und Sie sind Klavierlehrerin. Und dann müssen Sie Steuer bezahlen. Also tun Sie Ihren Preis für die Klavierstunde so kalkulieren, dass nach Steuern genügend übrig ist, dass Sie davon leben können. Wenn jetzt die Steuer sich erhöht, dann müssen Sie zwangsläufig den Klavierpreis erhöhen. Das heißt, Sie tun die Steuererhöhung gar nicht tragen, sondern die trägt Ihre Klavierschülerin bzw. die Eltern davon. Das muss man kapieren. Ne? Also jede Steuer, also es ist nicht so, dass dann weniger im Kochtopf ist, wie früher, sondern jede Steuer, die heute bezahlt wird, von irgendjemand, ob das ein Unternehmen ist oder ich sage bei uns immer im Unternehmen, wir jammern brutto und wir kalkulieren netto. Wir jammern brutto, kalkulieren netto. Aber das habe ich als Unternehmer schnell gelernt. Ne? Wenn es mir nicht gelingt, meine Steuern, die ich bezahle, also das Unternehmen muss ja wachsen. Wenn das Unternehmen wachsen soll, dann muss es wachsen. Aber wenn es wächst, dann muss es Gewinne machen. Wenn es Gewinne machen muss, dann müssen die Gewinne versteuert werden. Aber wachsen kann es ja nur mit den Nettogewinnen, nicht mit den Bruttogewinnen. Also muss ich die Steuern, die Gewinne und die Steuern auf die Gewinne verkalkulieren in die Preise. Also wer trägt dann die Steuern? Der Kunde. Aber wie ist das denn, wenn man eine Staatsstelle hat, hat man einen fixen Lohn, aber wenn da plötzlich mehr Steuer verlangt wird, kriege ich keine höheren Lohn deswegen. Ja doch, deswegen fordert dann der Beamtenbund Erhöhung der Beamtengehälter. Das wird in der Schweiz nicht anders sein wie in Deutschland. Ja, ja, sicher. Früher oder später, mit der Zeitverzögerung. Kann ja auch sein, also in Spanien zum Beispiel, die kriegen einfach weniger Geld. Ja, ja, klar, dann geht halt der Lebensstandard zurück. Ja, ja. Aber es ist immer das, also gehen wir mal davon aus, Steuern sind immer Aufwendungen, die landen in den Preisen, genau wie Aufwendungen für Rohöl oder für Rohstoffe oder für alles andere auch. Und das war früher anders. Wenn jemand heute Steuer zahlt, meint er, er zahlt Steuern. Wenn ich Ihnen sage, ich zahle als Unternehmer, weil wir ein Privatunternehmen sind, ne? so viel Steuern, dann sagen wir, oh, da zahlt er viel Steuern. Nein, zahlen alles meine Kunden. Ich könnte die gar nicht bezahlen, die Steuern. Ne? Und wenn es mir nicht gelingen würde, die Steuern zu verkalkulieren in den Preisen, ne? Zahncreme, Mundwasser und so weiter, ne?
dann würde ich Verlust machen. Und wenn sie Verlust machen, zahlen sie keine Steuern. Das ist die Empirie dafür. Das ist in der arbeitsteiligen Wirtschaft anders. Auch Unternehmen zahlen nur Steuern, aber sie tragen keine Steuern. Ein Unternehmen kann gar keine Steuern tragen. Steuern tragen kann nur ein Konsument. Und wenn Sie sagen heute, ja, wir müssen die Unternehmen mehr besteuern, dann kommt es in den Preisen wieder. Das ist eine Spiegelfechterei. Das ist so wie Abzockerinitiative. Ne? Spiegelfechterei. Wenn Sie sagen, wir müssen die Unternehmen mehr besteuern, dann kommt es in den Preisen. Wohin sonst? Ja, wer soll es denn sonst bezahlen im Unternehmen, die Steuern? Kann ja immer nur der Kunde bezahlen. Das muss man sich klar machen. In der arbeitsteiligen Gesellschaft zahlt immer der Kunde alles. Aber wie ist es denn mit der Vermögenssteuer? Das ist doch nicht so. Da habe ich gesagt, schauen Sie mal, wenn ich jetzt sterbe und hinterlasse meinen Kindern, ich habe 7 Kinder, mein Vermögen, dann müssen die Erbschaftssteuer bezahlen oder Vermögenssteuer, das ist das, was Sie meinen. Ne? Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie haben das Geld schon, weil das Unternehmen das hat. Wo kommt das Geld her? Von den Kunden. Oder Sie haben es noch nicht und müssen Kredit aufnehmen. Wer zahlt den Kredit zurück? Die Kunden. Sind immer die Kunden. Wenn Sie in ein, also wir können auch sagen bei der Mikro, ne? Wenn Sie in die Mikro gehen und kaufen dort ein Brot. Und es kostet 4 Franken, ne? Oder was kostet es? 4 Franken. 4 Franken. Und dann gehen Sie mit dem Brot an die Kasse. Jetzt bitte sind Sie ganz ehrlich, sich selbst gegenüber. Dann meinen Sie, Sie würden an der Kasse mit den 4 Franken das Brot bezahlen, stimmt's? Falsch. Ist genau andersrum. Das Brot liegt im Regal. Kostet 4 Franken. Das Brot im Regal ist schon bezahlt, sonst könnte es da nicht liegen. Das leuchtet ein. Leuchtet ein. Ne? Hat der Bäcker geliefert? Für die Mikro? Das liegt da. Jetzt nehmen Sie das Brot, jetzt dürfen Sie natürlich nicht glauben, das brauchen Sie nicht mehr bezahlen, was schon bezahlt ist, ne? Das wäre ein Irrtum. Jetzt gehen Sie an die Kasse, bezahlen die 4 Franken für das Brot, damit die Mikro wieder ein neues Brot da hinlegen kann. Das müssen Sie umdenken. Also wir denken, wenn wir an Bezahlen denken, denken wir immer rückwärtsgewandt, vergangenheitsbezogen. Wir meinen, wir wären dann quitt. Das ist ein Irrtum. Immer wenn Sie bezahlen, tun Sie was ermöglichen. Also der Mikro, und das macht das Kassensystem übrigens, erfasst sofort, aha, Brot verkauft, geht gleich der Auftrag an die Mikrobäckerei und die tun ein Brot mehr backen, ne? Dass am nächsten Tag wieder ein Brot da ist. Bei der Zahncreme ist genauso. Das ist der Unterschied. Ne? Sie müssen immer denken, zahlen heißt ermöglichen und nicht abrechnen, quitt sein. Abrechnen, quitt sein, das ist sozusagen Altes Testament. Ne? Das ist Selbstversorger. Ne? Wenn ich jemand anderem was bezahle, tue ich ihm eine Möglichkeit einräumen. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Diese Bewusstseinswende. Immer wenn ich was bezahle, ist es nie Vergangenheit, sondern immer Zukunft. Ich ermögliche anderen Menschen, eine Leistung zu generieren. Einkommen ist immer die Ermöglichung von Arbeit, nicht die Bezahlung von Arbeit. Das ist unser gesellschaftliches Problem. Wir haben ein schönes Beispiel in Deutschland. Bei den Wahlen wird dann immer gesprochen von Sicherung von Arbeit. Ne? Ist in der Schweiz auch so? Parteien? Arbeit sichern, hieß es mal, so ganz groß beim letzten Bundestagswahlkampf. Ich habe immer das Plakat gesehen, da in Stuttgart. Ich muss Ihnen sagen, wir merken das gar nicht, was für einen Schwachsinn wir oft so konsumieren, informativ. Also ich habe das auch tagelang konsumiert. Und dann sehe ich das wieder und dann sage ich, so ein Quatsch. Ich habe gelernt, Arbeit muss man erledigen. Wie ist es bei Ihnen hier, der Landwirt? Arbeit muss man erledigen, ne? Wie wollen Sie eine Familie führen als Mutter nach dem Motto Arbeit sichern? Da können Sie nicht mal eine Spülmaschine ausräumen. Was ich immer machen muss bei uns zu Hause. Ne? Arbeit sichern. Arbeit muss man erledigen. Merken Sie diese Blendgranate, von der ich vorhin sprach? Ne? Und alle meinen, Sie müssen Arbeit sichern. Nein, Arbeit muss man erledigen. Was man sichern müssen, ist Einkommen.